So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, tönt im heutigen Gastgeberort Wald am letzten Tag vom Jahr, wenn die traditionellen Silvesterkläuse mit ihren Schnappeseln unterwegs sind, durch die Gassen und Strassen von dem Dorf ziehen und das neue Jahr einläuten. Wald hat heute Morgen mit 223 von 530 Stimmen oben ausgeschwungen und die beiden anderen Ortschaften, die ebenfalls zur Auswahl gestanden sind, hinter sich gelassen, nämlich Hinwil und Rüti. Nach den Silvesterkläusen, die jetzt uns wieder verlässt, dürfen wir jetzt in zwei Darbietungen drei weitere Waldner Vereine vorstellen. Nämlich einerseits der Turnverein Wald, wo ich unter der Leitung von Reto Jörger wird ein Fitnessprogramm vorführen. Und andererseits dürfen wir uns einen Marsch anhören, der heisst «In Harmonie vereint». Und «In Harmonie vereint» sind für das Mal die Harmoniemusikwald und Knabenmusikwald, wo beide dirigiert werden vom Reto Niffeler. Thank you.
Quartett Swiss Harmonix hat während vielen Jahren zu der ersten Garnitur von ihrer Sparte gezählt. In den letzten Jahren hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Jetzt haben sie sich wieder neu formiert auf diese Sendung hin. Und ich kann nur hoffen, dass die Direktussendung Gründung war von einem neuen Erfolgskurs von der Swiss Harmonix. Und uns übrigens ein Stück gespielt haben, das gut zu diesen Direktussendungen passt. Nämlich, wir gehen noch lange nicht heim. Aber wir gehen jetzt dran, Ihnen wieder Karten zu zeigen und darauf auch zu fixieren, wo Wald ist. Wald ist da hinten. Da sind wir also heute zu Gast und Wald liegt auf einer Höhe von rund 620 Meter über Meer an der Jona in einem Talkessel eingebettet zwischen Pachtel, Scheidegg und Batzberg. Das erste Bevölkerungsverzeichnis vom Jahr 1634 hat 570 Einwohner gemeldet. Heute wohnen da 8150 Leute. Die Käufe sorgen hauptsächlich an der Bahnhofstrasse, wo es am meisten Geschäfte, aber auch lustige Baumpartien hat. Das markante Wahrzeichen von Wald ist der schlanke Turm von der reformierten Kirche. Die ist 1557 durch den bekannten Baumeister Jakob Grubemann aus Tiefen gebaut worden. Der Kirchenplatz ist mitten im Dorf und gehört zu den besonders gemütvollen und gemögigen Partien von Wald. An der Blütezeit der Oberländer Textilindustrie, 1787, sind von 2800 Einwohnern 1376 Personen mit Spinnen und Weben beschäftigt gewesen, erinnern die Fabrikantenvilla. Das typisch oberländische Flarzhaus in der Hefere ist mit seinen 5 nebeneinander wohnenden Familien eigentlich nichts anderes als ein Vorläufer vom Reiheneinfamilienhaus. Auf einem Hügel über dem Dorf, dort, wo früher einmal die Burg der Freiherren von Windeck gestanden ist, ist jetzt in diesem Riegelbau ein Gemeindezentrum eingerichtet. Das Riegelhaus steht in den Heferen oben und ist sogar mit einem Hausspruch verziert. Wenn du zufrieden willst, da innen sein, schiess mit dem Kopf nicht die Türen ein. Aus dem Jahr 1530 stammt das alte Schwert, weil es Herberg dient hat für die frommen Gläubigen, die von Süddeutschland auf Einsiedeln pilgert sind. Auch das Mittlerschwert war ein heimeliges Gasthaus, das zu Speis, Trank und gemütlichem Zusammensein eingeladen hat. Und das heutige Schwert gehört der Gemeinde, hat eine gediegene Speis- und Weinkarte und beherbergt auch einen Saal, wo die Dorfvereine ihre Kränzli, Konzerte und andere Anlässe durchführen. Und einer von diesen Dorfvereinen ist jetzt dran, nämlich der Jodlerclub Scheidegg. Er singt uns ein Lied von Jean Clemenceau, der ja gerade mehr 21. Juni 90 geworden ist, «Bergluft». Die Dirigentin ist Martha Schreiber und dazu sehen wir noch Kunst von 6 Fahnenschwingern. Aus der Trommel, aus der Krache, stoss der Föhn durch Berge aus. Blaue Dosen, Tannen brachen, Schindler ist vom alten Haus. Deutlich stöhnt in all dem Geschatter, bald sich halt auf der Alt. Und hei doch wie jedem Vater, wie der Schander jeder Wald. Und hei doch wie jedem Vater, wie der Schander jeder Oh,
Jahr besteht die Volkstanzgruppe am Bachtel. Die Leute, die damit tanzen, kommen aus den verschiedensten Gemeinden vom ganzen Zürcher Oberland. Aber sie waren Vertreter von Rüti, der ja heute auch zur Auswahl gestanden ist, also eine Gastarbeiter. Wir haben den Winterthurer Merkessler gesehen, Mazurka von Thomas Martaler, und begleitet hat die Kapelle Zürich Oberländer. Und wenn wir gerade bei den Gästen sind, so darf man sie, Aurelia Santoleri, begrüßen. Sie sind aus Vila zu uns gekommen. Sie sind unser heutiger Tagesehres-Gast. Vila war ja gestern letzte bei der Ausmarchung. Habt ihr jetzt hier Trauerfahnen gehisst bei euch im Dorf? Eigentlich nicht. Aber vielleicht waren sie gleich ein bisschen traurig und hätten gehofft, dass Vila... Ich glaube, jemand war besonders traurig. Also mein Vater sicher. Weil ihn ist jemand fotografieren beim Flechten. Und er hätte sich schaurig gern gesehen, auch wenn es nur auf Fotos gewesen wäre am Fernsehen. Ihr Vater ist also Korbflechter. Wie sind Sie jetzt aus Vila quasi als Nachbarin gerade dazugekommen, Stimmwald zu geben? Wir haben noch Verwandte da. Sie haben wie viele Karten eingeschickt und sind wie manchmal angeläutet worden im Verlauf dieser 5 Tage? Also 9 habe ich eingeschickt, 5 für mich selber und 2-mal ist mir angeläutet worden. Apropos Karten, liebe Zuschauer, es können weiterhin Karten eingeschickt werden, denn wir haben ja vom 6. bis zum 10. August eine zweite Direktus-Serie aus Nidwalden. Und wer weiß, vielleicht kommen Sie dann Telefonanrufe über, und zwar von diesen Damen, die da hinten sitzen. Ich darf unsere Telefonistinnen am Tisch begrüßen. Das sind die netten Stimmen, die mich am Morgen ihre Erkundigungen einholen. Und sie sind nicht mit leeren Händen gekommen, sondern haben den wunderbaren Bäcker, das Bäckerwerk mitgebracht, das darauf hinweist, dass wir heute zum 100. Mal Direktsendung haben. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Gästen. Aber vorher möchten wir natürlich noch unseren Tagesgästen die übliche Geschenke geben. Wir haben ihnen da drin etwas Süßes, da nochmal etwas Süßes, da ein Buch, das sie bald noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen, und schließlich noch den übrigen Blumenstrauß vom Fernsehen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag bei uns. Freuen Sie sich jetzt auch an der nächsten Darbietung. Es ist Gastdarbietung von Hinwil. Und zwar ist es der Turnverein und Damenriege. Sie führen uns ein bisschen in den wilden Westen, bringen das, was vor 2 Wochen am Verbandsturntag so grossen Erfolg hatten. Wir sehen Hilli Billi Lili. Heute Nacht hat er mit Lilli Hilli Billy Country's Dump.
unsere Direktübertragung, die letzte von dieser Zürich-Oberländer Dörfli-Fahrt, klingt aus mit einem schönen Männerchorlied, das uns vorgetragen wird von den Vereinigten Männerchören von Wald, Laupen und Ried, die unter der Leitung von Fritz Schreiber stehen. Sie singen uns ein Lied von Hermann Sonnet, «In die blühende Welt». Vertrauen ist die Winterzeit, frisch auf mein Herz, frisch auf, frisch auf. Leg an dein graues Sorgenkleid, frisch auf mein Herz, frisch auf. Das Grün soll um uns froh hinein, in blühenden Duft und Sonnenschein, hinein in die blühende Welt, hinein in die blühende Welt. Tra-la-la, tra-la-la, wir ziehen in die blühende Welt. Tra-la-la, tra-la-la, wir ziehen in die blühende Welt. Vom Winde haben wir's gesehen, der wandert immer, immer fort. Das Bächlein will ich stille stehen, es springt von Ort zu Ort. Es draußen wird zum Wanderknab, drum schwingen wir den Wanderstab und ziehen in die blühende Welt, und ziehen in die blühende Welt, und ziehen, und ziehen, und ziehen, und ziehen, und ziehen in die blühende Welt. Wir ziehen in die blühende Welt. Dem Wandervogel sind wir gleich, in steter Wander, Wanderlust. Der Berg schlug raus durch unser Reich und weht uns frisch die Brust. So wandern wir mit Liedergruß, kein Fels auf dem leichten Fuß, hinein in die blühende Welt. Hinein in die blühende Welt, hinein, 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 hinein in die blühende Welt. Tra-la-la, tra-la-la, wir ziehen in die blühende Welt. Tra-la-la, tra-la-la, wir ziehen in die blühende Welt. Wir ziehen in die blühende Welt, haben uns die drei Männerchöre miteinander gesungen. Und mit dieser Darbietung ist die Sendung auch schon vorbei. Wenn Sie daheim die Direktussendungen anschauen, kommen Sie Ihnen kurz vor. Und wenn Sie wie heute auf dem Platz dabei sind, wahrscheinlich noch kürzer. Aber Sie haben gesehen, dass das sehr intensive Arbeit braucht, um den Leuten zu